Montagmorgen, heute früh haben wir bei Sonnenaufgang den Hafen verlassen von Burgstetten auf Fehmarn. Das ist mehr links. Moment, wir haben es gleich. Ja, das liegt hinter dieser Landzunge. Hinter dieser Landzunge haben wir übernachtet. Die Landzunge gehört zu Fehmarn. Man sieht jetzt in der Mitte des Bildes die Fehmarn-Sundbrücke. Links ist Festland. Richtung liegt also Dänemark. Überall Dänemark. Backbord voraus, haben wir einen Wind. Und hinter diesem Windpark liegt Lolland. Die dänische Insel Lolland. Und die nächste Insel ist Falster und dort wollen wir hin. Oder falls da liegt Gezer, das ist unser Ziel heute. Den Regenbogen hatten wir heute früh auch schon. Thank you.
Berlin. Das ist schneller als wir, ne? Rostock steht hier die Linie, ne? Ja. Warum fährt die nach Gelsen? So Freunde, da hinten sind wir heute früh gestartet, heute ist Dienstag, irgendwann um 7:30 oder so sind wir losgefahren und jetzt verfolgt uns dort gerade die Fähre aus Geza. Ein bisschen links von der Fähre war unser Hafen. Das ist Falster, die Insel, die südlichste Spitze Dänemarks. Jetzt fahren wir Richtung Warnemünde. Hier ist der Windpark, an dem sind wir gestern links vorbeigesegelt. Gestern Abend standen die Windmühlen still, jetzt gibt es wieder Wind. Wind ist ein bisschen, Windstärke 1 vielleicht. Der Michael startet die Aufzeichnung. Genau. Damit wir hinterher auch wissen, wo wir lang gefahren sind. Und ich gucke korrigiere jetzt den Kurs. Der Kurs, warum das? Wir sind vermutlich etwas, ja, ich weiß nicht. Auf diesem Navi, da sah es so aus, als müssten wir 170 Grad fahren, also etwa, also ziemlich südlich, 180 wäre ja südlich. Ja. Und 170 ist dann südöstlich, ne? Südöstlich, ja. Ja, und ja, und jetzt nach meinem Handy, nach meinem tollen Handy ab hier. Das eine Handy filmt das andere Handy. Wir geben den Handy auf den Daumen hoch, ja. Genau, da. Navionics übrigens. Ach ja, ein bisschen Werbung. Genau, der Werbeblock. Da zeigt es an, dass wir 163 Grad. Wann soll das tue ich jetzt mal ändern? Ja, das geht so. Ich drücke hier auf diesen Knopf, 169, 168, 67, 64, 61. So, so lasse ich. Das ist unsere Navigation, so funktioniert unsere Navigation. Genau. Deswegen ist das Segeln immer so anstrengend, man muss so viel aufpassen und so. Und das hier ist der Beweis, dass unser Kurs nicht ganz richtig war. Denn hier vorne am Horizont sieht man eine Rauchschwade, das sind die Rauchzeichen des Warnemünder Hafens. Also ich sehe sie jetzt nicht auf dem Display, aber vielleicht sieht man sie dann in echt. Sagen wir mal, wo ist denn die Kamera her? Zwischen den beiden Wanden ist jetzt Warnemünde. Ja, und der Autopilot fährt uns immer mehr auf Kurs. Ja, das war's für heute Morgen. Und tschüss, liebe Freunde. Und gebt einen Daumen hoch und schreibt eure Kommentare drunter.
hinten liegt die Kadett drinne. Ja. Die Kadett drinne, die ist da. Und hinter der Kadett drinne. Hinter der Kadett drinne liegt Dänemark. Alles klar. Das ist doch ein weißer Punkt am Horizont. A white spot on the horizon. Eine große Fähre, die kommt gleich von weit her. Ja, heute ist Mittwoch und Mittwoch ist nicht so viel Wind. Mittwoch ist nie Wind. Nie, ne? Hat der Wind immer frei. Genau. Die Gewerkschaftsversammlung ist am meisten. Genau. Der muss ja am Wochenende für die Wochenendsegler, muss der. Genau. Kann am Mittwoch auch nicht auch noch arbeiten. Genau. So, und da hinten haben wir, habt ihr vielleicht schon erkannt, den Kühlturm von Rostock. Der kühlt Rostock. Stralsund. Die Brücke geht auf den Sähenholm und was wir sehen, links ist Rügen. In der Mitte der große Block ist die Matthias-Thesenmeer. Aha. Wurde wie rechts sind in unserer Jugend rumgefahren. Piraten wie links auch.